Lieber André, ich bemühe mich um Kürze. Ich habe gerade mit dem Kreisverband Herford schon ein paar Projekte besprochen, weil ich da jetzt zuständig bin. Da habe ich nicht ganz zugehört, gebe ich zu. Also, liebe Freundinnen und Freunde, es ist ein sehr weiter Bereich, ja. Ich mache es wirklich in Stichworten. Also, wir fangen an mit der Kulturpolitik. Förderung Kultur vor Ort. Wir haben über die Kulturpauschale gesprochen. Also, über eine Stärkung der Finanzierung für Theater. Wir haben über die Absicherung der Kulturförderung gesprochen. Prüfung im Koalitionsvertrag Kulturfördergesetz. Der Kulturrucksack steht im Koalitionsvertrag. Kam im Wesentlichen von Seiten der SPD, bedeutet freier Eintritt in alle Kultureinrichtungen im Land für Kinder und Jugendliche, für altersgemäße Angebote. Wir wollen weiterführen und auch landesweit ausweiten das Programm Jedem Kind ein Instrument. Das ist ja im Ruhrgebiet gestartet als Projekt. Wir wollen das auf breitere Füße stellen und im ganzen Land zu einem wichtigen Projekt machen. Wir wollen, das ist ja insbesondere ein starkes grünes Anliegen immer wieder, die freie Szene, die alternativen Träger, die soziokulturellen Zentren nicht nur erhalten, sondern stärker fördern, als es bisher der Fall ist. Ein wichtiger Punkt, der Bereich Kultur- und Kreativwirtschaft. Ein Arbeitsplatzfaktor, ich kenne das selber aus meinem Wahlkreis in Ehrenfeld, wo viele tausend Menschen in diesem Bereich, gerade in kleinen Betrieben, in mittleren Betrieben Beschäftigung gefunden haben, diesen Bereich ernst nehmen, stärker vernetzen, über Kongresse entsprechend Arbeit machen und diesen Bereich auch weiter fördern. Es ist ein echter Arbeitsplatzmotor. Landeskonzept Erinnerungskultur, die ganzen Städten im Land, die geschichtlich erinnern, das sind natürlich die NS-Gedenkstätten, aber auch viele andere Dinge wollen wir stärker in den Blick nehmen und vernetzen zu einem landesweiten Gedenkstättenkonzept. Und, liebe Freundinnen und Freunde, das wisst ihr auch, Kultur bewegt eben sehr stark die Menschen. In Wuppertal die Frage Zukunft des Schauspiels. Ich habe das in Köln erlebt, das große Bürgerbegehren jetzt gerade bei der Frage Sanierung des Schauspielhauses. Dieser ganze Bereich soll stärker in den Blick genommen werden und wir wollen dafür sorgen, dass landesweit keine Kultureinrichtungen schließen müssen. Dafür braucht es eine bessere Finanzierung der Kommunen. Und dazu haben eben ja Merdert und Horst einiges gesagt. Wir nehmen ja richtig Geld in die Hand, damit die Kommunen in Zukunft etwas mehr Geld vor Ort da in diesem Bereich auch einsetzen können. Nächster Bereich, Medien. Ich mache es wirklich schnell durch. Masterplan Breitband-NRW, auch ein wichtiger Arbeitsplatzfaktor. Gerade im ländlichen Bereich, Regionen, die nicht entsprechend vernetzt sind, wollen wir durch einen Breitband-Masterplan in Nordrhein-Westfalen besser miteinander vernetzen. Das ist gerade für kleine, mittlere Betriebe ein wichtiger Bereich, damit hier die neueste, moderne Technik eingesetzt wird. Bereich Vielfalt der Medien stärken. Es geht um Meinungsvielfalt. Wir setzen klare Konzepte gegen eine weitere Konzentration im Pressebereich. Wir wollen Medienkompetenz stärken, das heißt bessere Medienpädagogik für Kinder und Jugendliche. Wir wollen Bürgermedienkonzepte weiter stärken. Das gute alte Bürgerradio soll wieder einen Stellenwert bekommen. Das gilt aber auch für die Fortbildung gerade von Menschen. Stichwort Open Government, also E-Democracy. Hier gibt es viel zu tun im Land. Wer sich die Homepages der verschiedenen Ministerien anguckt, wer sich die Homepage des Landes NRW anguckt, weiß, dass das absolut ausbaufähig ist. Auch die Landtagsseite, was die Nutzung angeht, die Vorbereitung bei Themen, bei verschiedenen Gesetzgebungsverfahren, um Dinge abzusenken an Zugangshürden, dass Leute wirklich zu Hause politisch aktiv werden können, indem sie Tagesordnungen, Protokolle etc. auch einsehen können, Gesetzgebungsentwürfe etc. etc. NRW als Medienland. Es gibt wichtige Standortfaktoren hier. Wir wollen Institutionen wie das Grimme-Institut, die Filmstiftung NRW, die Filmschulen, die wir haben, die KAM und die IFS besser unterstützen, wollen sie stärker vernetzen und wir wollen insbesondere kleine Betriebe, die es in diesem Bereich gibt, stärken und nicht alles konzentrieren sich lassen auf die großen Akteure, auf die Kartelle, die sich auch gebildet haben, gerade in den Kooperationen WATS, WDR etc. Ich will eine Sache sagen zu dem Ministerienzuschnitt, weil ich von vielen angesprochen wurde oder von einigen angesprochen worden bin. Der Kultur- und Medienbereich ist ein guter Programmteil geworden, aber was uns stört oder was uns verärgert ist, dass es kein eigenständiges Ministerium gibt. Das ist, würde ich auch sagen, ein Punkt, den wir uns anders gewünscht hätten. Es ist eine Entscheidung der SPD gewesen, den Kulturbereich in den Bereich Kinder-Jugend reinzugeben und
den Medienbereich in der Staatskanzlei zu lassen. Wir haben da ausführlich darüber diskutiert in unserer Arbeitsgruppe. Wir hätten uns vorstellen können, ein eigenständiges Kultur- und Medienministerium, aber es ist eine Entscheidung des Koalitionspartners. Von daher bitte ich euch, da auch zuzustimmen. Wir müssen nur Druck machen, dass der Kulturbereich nicht hinten runterfällt, weil im Kinder-Jugendministerium gibt es sicherlich sehr viel zu tun und wir wünschen uns auch von der künftigen Ministerin, dass sie den Bereich Kultur ernst nimmt und da entsprechend auch Präsenz zeigt. So. Oh, jetzt ist die Redezeit schon durch. Es gäbe noch viel zu sagen zum Bereich Europa, Europafähigkeit, Präsenz in Düsseldorf, insbesondere des Landtages, der Landesregierung. Es gäbe noch einiges zu sagen zum Thema Eine Welt. Hier wollen wir vor allem die Eine Weltarbeit deutlich besser fördern, als das in den letzten Jahren der Fall war. Gerade das Eine Weltnetz in NRW mit Sitz in Münster ist ja stramm runtergekürzt worden. Ich sehe Ute Kotschi applaudieren. Du hast das damals mitentwickelt und mit aufgebaut, die Vernetzung der Eine Weltarbeit. Da ist viel kaputt gemacht worden in den letzten Jahren. Das wollen wir rückgängig machen. Den Bereich Sport und Religion spare ich mir dann an dem Punkt, weil ich will jetzt nicht hier von der Bühne getragen werden. Ihr könnt es alles nachlesen im Koalitionsvertrag. Es ist ein breiter Bereich. Bitte euch um Zustimmung dazu und wir sehen, wie wir es umsetzen können. Und es gibt ja entsprechend noch viele LDK, wo wir über die Themen weiter diskutieren können. Danke für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank.